Hi, das ist wieder David von Watch David. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus dem Hause Citizen. Guckt euch die mal an. Citizen Taucheruhr Pro Master Aqualand. Digital und analog. Mit tiefem Messer und allen Furz- und Feuersteinen. Eine richtig, richtig coole Uhr. Verschraubte Krone und alles, was das Herz begehrt. Mehr gleich im Unboxing. Freue mich gerne auf eure Kommentare, Fragen, Ideen. Die Uhr wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der Uhrenarena, die fünfte im Bunde. Und schaut dort mal rein, gibt immer tolle Angebote. Unter anderem eben auch die Aqualand war gerade zum wirklich sehr guten Preis online. Folgt gerne meinem Kanal, gerne mit dem Glöckchen, wie immer der Hinweis. Sonst bekommt ihr keine Info, wenn ich ein neues Video poste. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Unboxing und wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao. So, dann gucken wir uns das gute Stück mal an. Citizen Pro Master Aqualand. Schöne große Verpackung. Und das finde ich richtig cool, diese Idee mit der Taucherflasche. Ich hole mal alles raus, was hier drin ist. So, cooles Teil, oder? Das ist mal eine tolle Idee, finde ich. Hier schön mit dem Verschluss, wie bei einer Taucherflasche. Verpackung. Ja, und im Inneren findet sich dann die Uhr, mir dreht einfach ganz normal auf und schon kommt sie zum Vorschein, das gute Stück. Ich hole sie mal ganz raus, haben sie schön straff reingebaut, damit sie nicht hin und her schlackert. Typenschild für den interessiert. Ja. So, hier ist er. Ist mal was ganz anderes. Schönes Teil, oder? Verschraubte Krone. Lässt sich sehr gut bedienen, muss ich wirklich sagen. Lünette rastet auch super sauber ein. Kein Spiel, klack, 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 schön soft, gefällt mir sehr gut. Ja, so sieht's aus. Hier sieht man die internationale Garantiekarte. Bin ich jetzt ein bisschen dünn, aber gut, reden wir hier auch von einer Quarzuhr. Dann gibt es hier eine Verlängerung, wenn man mal einen Taucheranzug anhat. Finde ich auch sehr gut gelöst. Und dann haben wir hier noch die dicke, fette Anleitung, was ich ganz interessant finde. Und zwar sieht man hier, ich zeige euch jetzt mal kurz hier nur die Anleitung, die dekompressionsfreien Tauchzeiten kann man direkt in der Uhr ablesen. Also man kann jeden einzelnen Tauchgang ablesen. Also die Uhr ist dafür, dass sie Quarz ist, schon wirklich mit sehr, sehr vielen Futures ausgestattet, die für den Preis wirklich schon echt, echt gut sind. Also auch für echte Tauchgänger sehr geeignet. Muss ich wirklich sagen. Ansonsten wie gesagt, das ungewöhnliche Design, man sieht es ja schon, ich versuche jetzt noch mal ein bisschen näher zu kommen, dass ihr das einfach mal im Detail seht, wie das ganze Stück aussieht. Könnten hier und da noch ein paar Fingerabdrücke drauf sein von mir. Ich habe die Uhr schon durchfotografiert. So sieht sie aus. 43 cm Durchmesser, Höhe 14 mm
der Rückseite spielt sich jetzt nichts Tolles ab. Uhrwerk ist Kaliber C520 Quarz. Das kennt man ja schon von Citizen. Verschraubter Gehäuseboden. Ich mache es doch mal auf. Also es ist auch wirklich sehr, sehr fest, dass man sie wirklich nicht verliert. Das ist echt gut gemacht. Ja. Also geschraubter Gehäuseboden, wie man hier sehr schön sehen kann. Dann einseitig drehbare Lünette, hatten wir ja schon. Gelb-grünes Zifferblatt mit Strichindizes. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Features, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das Armband ist aus Urethan mit Dornschließe, Stegbreite ist 24 mm und wasserdicht bis 20 bar. Ja, so sieht's aus. Ein wirklich schönes Teil. Also ist mal wirklich was anderes, ne? Also wenn ihr die jetzt im Sommer mal am Strand umhabt, werdet ihr mit Sicherheit einige Blicke auf euch ziehen, weil so eine Uhr habe ich so vorher in der Art auch noch nicht gesehen. Allerdings kenne ich jetzt auch nicht die Vorgänger, die hatte ich so noch nicht. Ja. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in den Kommentaren, wie immer. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr ein Like da lasst und ja, folgt gerne meinem Kanal, gerne mit Glöckchen, wie ihr wisst. Dann werdet ihr auch über neue Videos informiert. Also, bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.